In diesem Video möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du deine innere Führung, dich besser mit deiner inneren Führung verbindest und dein höheres Selbst einen Zugang zu dir bekommt, beziehungsweise du einen Zugang zu deinem höheren Selbst bekommst. Ja? Und zwar habe ich dazu eine Quantenmeditation mit einer Quantensuggestion gekoppelt und einen Prozess gemacht, der dir hilft, diese Verbindung zu verstärken und aufzubauen. Ja? Man kann sich das so vorstellen, wie du bist als Mensch in deinen Körper gefangen, in dein Haus gefangen und wir haben unsere Türen zu, wir haben unsere Fenster zu und das Licht, was in uns strahlt, kann nicht so nach außen. Ja. Und wenn wir anfangen, diese Fenster und Türen zu öffnen, dann leuchten wir nach außen und in Wirklichkeit ist es umgekehrt, dass unser höheres Selbst dieses Leuchten ist. Und dass es eigentlich reinleuchten möchte in dieses Haus, aber wir haben diese Türen und Fenster zu. Ja? Und wenn wir diese Türen und Fenster aufmachen, dann kommt die Sonne von außen und leuchtet in unser Haus hinein. Und dann werden wir von innen nach außen leuchten und dann haben wir diese Verbindung da. Und ich stelle mir das immer so vor, wie so ein Gebäude mit mehreren Etagen. Der normale Mensch ist der normale menschliche Bewusstsein. Da nennen wir mal Erdgeschoss, manche im Keller vom Zustand, das Depression nennt sich das dann. Wenn wir in die erste Etage gehen, dann sind wir in einem inneren Frieden. Wenn wir in die zweite Etage gehen, dann sind wir verbunden mit unserem höheren Selbst, bekommen dort innere Führung, Bilder und Gefühle. Du kennst es sicher von deiner eigenen Vergangenheit, wenn du durchs Leben läufst und du hast Gedanken zu etwas. Und diese Gedanken merkst du, die kommen von dir. Und dann gibt es aber jedoch manchmal Gedanken, die von deinem höheren Selbst kommen. Das sind Gedanken, die dich komplett inspirieren. Geistesblitze, wo du plötzlich diese Idee hast und plötzlich dreht sich alles nur noch darum und dein Lebensweg geht in eine andere Richtung. Ja. Das ist so ähnlich wie mit deiner ersten großen Liebe. Du siehst diese Frau oder diesen Mann und plötzlich schlägt dein Herz nur noch für diese Person. Ja. Und so ähnlich ist es mit unserer inneren Führung. Und jetzt zeige ich dir, wie du dich damit am besten verbinden kannst. Und zwar funktioniert diese Meditation in mehreren Phasen. Die erste Phase ist eine Art Induktion, wo du in einen Zustand hineinkommst und im Hintergrund läuft eine Frequenz, die darauf abzielt, dein Gehirn umzuprogrammieren. Ja. Also die erste Phase führt dich in die Trance hinein. Die zweite Phase geht in die Versenkung, dass du sinkst immer tiefer und kommst in einen Trance-Zustand hinein. An den Punkt, das dauert so ungefähr so 10 bis 12 Minuten, dann wirst du merken, dann ist auch das Gehirn bereit, diese Frequenz anzunehmen, um Neuprogrammierungen zu machen. Ab Minute 8 ungefähr kommst du in die dritte Phase, wo es darum geht, dass du dich verbindest mit der Quantenwelt. Das sind die verschiedenen Variablen, das Gehirn öffnet sich für neue Möglichkeiten und dann fangen wir mit den Quantensuggestionen für die innere Führung an. Ja. Und das Ganze funktioniert so. Es gibt ja normale Suggestionen, wie zum Beispiel, ich bin verbunden mit meiner Seele. Ja. Oder ich bin verbunden mit meiner inneren Führung. Ja. Das Problem ist, dann kommt ein kritischer Verstand und sagt, naja, wenn ich mir meine ganzen letzten Entscheidungen anschaue oder meine letzten Lebensereignisse, dann habe ich mich so schlecht gefühlt, so geführt kann ich gar nicht sein. Ja. Und damit arbeitest du gegen einen Widerstand und deswegen sagt man, bei normalen Suggestionen braucht man 90.000 Suggestionen, bis es halbwegs im Gehirn ankommt, ja, und das dauert Jahre. Und ich habe dazu eben diese Quantensuggestionen entwickelt, die sofort in das Gehirn hineingehen und das sofort umschalten. Ja. Und da zeige ich dir gleich, wie das funktioniert. Und zwar ist ein Beispiel, wie ein Leuchtturm, der dein Schiff den Weg weist, zeigt meine innere Führung mir den Weg und ich vertraue darauf, dass ich immer auf dem richtigen Pfad bin. Ja. Wie funktioniert das Ganze? Zerlegen wir das in die Psychologie, in die Einzelteile, ja, in diese Suggestion. Ja. Als erstes kommt so wie ein Leuchtturm, der den Schiffen den Weg weist. Und da kommt das Gehirn und sagt, der kritische Verstand, ja, stimmt, ein Leuchtturm zeigt den Schiffen den Weg. Ja. Zeigt meine innere Führung und da fängt die Programmierung an. Dass wir sagen dem Gehirn, so ist das ein Fakt. Ein unausweichlicher Fakt. Und dann kommt die Programmierung. Und die Programmierung ist so programmiert, dass das Gehirn dann nicht mehr widersprechen kann, weil es in einer Art Zukunft ist. Und ich erkläre dir gleich warum. Das heißt, zeigt meine innere Führung mir den Weg und ich vertraue darauf, und das stärkt dein Vertrauen dazu, dass
ich immer auf dem richtigen Pfad bin. Und du wirst merken, nur mit dieser Suggestion wirst du merken, wie du mehr Vertrauen zu deiner inneren Führung bekommst. Eine andere Suggestion ist, wie das Wasser seinen Weg durch die Felsen findet, finde ich meinen Weg durch Herausforderungen, indem ich auf meine innere Führung höre und ihr vertraue. Ja. Und das ist eine wundervolle Quantensuggestion. Ich wiederhole es nochmal von der Psychologie her. Wie das Wasser seinen Weg durch die Felsen findet, das Gehirn sagt, ja klar, funktioniert so, finde ich meinen Weg durch Herausforderung, dass der Felsen, deine Vergangenheit, deine Blockaden werden jetzt als Metapher umprogrammiert, als ein Felsen, und das ist gehört als eine Herausforderung, ja. Und du vertraust darauf, dass deine innere Führung, der immer wie das Wasser durch die Felsen gleitet, dich auf den richtigen Pfad bringt, ja. Und das sind nur zwei Suggestionen von ungefähr 10 bis 15, die hier drin sind. Und die werden hintereinander so wiederholt und dann alle dreimal wiederholt, weil das Gehirn lernt durch Wiederholung. Ja. Und ich finde diese Methode einfach grandios, weil ich arbeite schon länger damit. Und je öfter ich das höre, ich merke selber, wie ich das Gehirn darauf programmiere, dieses Vertrauen zu kommen und so weiter. Und das ist einfach wundervoll, wie das funktioniert und wie das Gehirn umgeschrieben wird. Ja. Und ich empfehle es dir einfach nur mal zu testen, weil du wirst dann nie wieder Suggestionen hören, weil es einfach ja, wie aus der Steinzeit ist, wo man noch mit dem Pferd, mit der Kutsche geritten hat, und diese Methode wirkt einfach sofort. Und weil es in der Hypnose, ne, sagt man, Bilder und Emotionen brennen sich sofort im Gehirn ein, und Suggestionen sind halt so wie Gedanken, also sprich wie Sandkörner in der Wüste, und davon haben wir unendlich am Tag. Ja. Du kannst diese Quantensuggestion, Quantum Inner Guidance Mastery, kostenlos hören in unserer Brainwave 3D App. Einfach im Store suchen und dort in der Kategorie Selbstprogrammierung, in der Unterkategorie Selbstfürsorge, findest du diese. Ich wünsche dir jetzt schon mal wundervolle Erlebnisse, wundervolle Erfahrungen damit und vor allem ein wundervolles Umprogrammieren deiner eigenen Welt. Und du wirst wirklich merken, wenn du sie mehrmals hörst. Ich empfehle dir, sie die ersten 3 Wochen, vor allem die erste Woche, dreimal am Tag zu hören, und dann je nach Belieben wirst du wirklich merken, wie du plötzlich Menschen in dein Leben gezogen bekommst, die richtigen Bücher bekommst, und du wirst wirklich merken, wie du unter dieser göttlichen Führung deines höheren Selbstes stehst. Ja. Ich wünsche dir einfach viel Freude damit und bin sehr, sehr gespannt auf deine Erfahrungen und wünsche dir alles, alles Liebe damit.